Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Ja, kurz vor der Creepy Night. Ich will mich aber gar nicht so viel damit aufhalten. Diesmal nicht. Guck ihn so an. Ah, immer wenn ich anfange zu reden, guckt er ganz böse. Ich weiß gar nicht, was das soll. Weil wir werden eher so Sachen zusammenpacken. Also die Teile haben wir ja hier vollgeladen in der letzten Folge. Ja, vorsichtshalber gucke ich lieber nochmal, bevor ich wieder irgend so einen Scheiß rede. Aber ich werde jetzt nicht hier Teufel komm raus großartig investieren. Zumindest nicht in die Zeit, die wir da ballern, ne? Deswegen, ich werde schon ein bisschen was abbauen, damit wir einfach mal das so alles mitnehmen können. Beziehungsweise ist ja dann leichter ein bisschen, ne? Wenn wir das mitnehmen. So, womit fange ich denn an am besten? Ich glaube, wir fangen an. Ich weiß nicht, ob es ein großer Fehler ist, aber das hier werde ich schon mal so ein bisschen, zumindest in die Reihe, werde ich schon mal mitnehmen. Da liegt ein Hase, ne? Kann das? Liegt echt ein Häschen. Naja, das nehme ich mit. Wo kommt der denn her? Ich war das nicht. Also 100% ich war das nicht. Und dann könnten wir eigentlich oben, ich weiß nicht, ich will ja alles abbauen. Ja, das wird schon. Nee, ja. Ich mach das. Ich werde das schon so irgendwie. Er bietet immer nicht so richtig an. Ganz komische Sache. Nee, ich werde doch diesmal nicht so rumballern. Ey, was ist denn dein Auftrag hier? Ja, eigentlich das hier. Machst du jetzt das Richtige? Weil das nimmst alle mein Holz und Seil und sowas. Das können wir auch schon mal. Das ist nicht so schlimm. Cool wäre ja auch noch, wenn man irgendwie so die, hier macht er gar nichts. Doch da. Komisch. Aufbauen kann man das einfach, aber Demolition kann man. Jetzt. Das ist ganz komisch, ne? Diesen einen bestimmten Pixel treffen. Das ist schon eine schwierige Kunst anscheinend. Ich weiß noch nicht, ob ich schon die Wände abbaue. Wir wissen ja auch nicht, wie lange wir jetzt noch. Nee, 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 nee. Wo willst du denn hin? Demolischieren. Hast du jetzt das Richtige da? Ich weiß nicht, was der macht. Oder sie. Oder es. Das war das Richtige. Okay, gut. Weil das können wir ja schon so weit machen. Nee, das müssten wir eigentlich noch so halten. Und hier von der Decke können wir ja auch noch nicht so viel wegnehmen, ne? Ich kann ja hier. Ah, die Fressstation, die kann ich schon mal mitnehmen. Bei Essen werden wir eh nicht mehr herstellen. Und wir haben ja noch genügend Schnickers, ne? Das will ich eigentlich nochmal wachsen lassen. Ah, dann könnten wir so wie sehen. Alter. Okay. Erstmal gucken, wie wir hier. Das ist heftig komisch. Okay. Bin ich denn voll am Material? Oder warum will er nicht mehr? Doch. Okay. Ich weiß nicht, was die macht, aber das wirkt ganz komisch irgendwie. Ich hoffe, du baust das Richtige ab. Diesmal bleibt kein Baumstamm da. Ach, wir sind so reich am Material. Ich glaube, wenn ich die Wände hier abbaue, die hier mit dem Fenster, dann springen die da rein. Und dann haben wir richtig Party. Nee, ich glaube, das mache ich nicht. Nee. Die Frage ist. Ah, die Fallen können wir schon abbauen. Können wir gleich kicken, was die da hingeschmissen haben. Und dann bauen wir mal die Fallen noch ab. Dö. Voll mutig. Take all. Ah, wir rennen erstmal rum. Von vorne nach hinten. Und heben hier alles auf. Bevor ich irgendwas mache. Oh, da ist eine Sau reingegangen. So eine dumme Sau. Nee, doch nicht. Ach, scheiße, ich habe mich verarschen lassen. Das finde ich ja nicht so toll. Dass die das nur ohne hinkriegen, mich denn nach all dieser Zeit zu verarschen.
Ich habe ja keine Angst, einzeln durch den oder alleine durch den Wald zu latschen. Nee, nee, habe ich nicht. Hatte ich die schon alle mal geplündert? Scheint so. Und den hier vorne wahrscheinlich auch, ne? Der liegt auch nicht mehr rum, ne? Dann können wir die abbauen. Nein, nicht so. Aus, böser Junge. Oh ja, hier. Unsere Dinger da hinten können wir auch noch abbauen. Kriegen wir so ja einen Ast wieder, ey. Da lache ich mir doch einen Ast. Ast rein. Jetzt geht's los. Ich weiß nicht, aber ich würde es jetzt hier noch fertig machen. Oh Gott. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwas Tödliches. Wir sind fast fertig. So ein bisschen müssen wir noch. Solange die nicht alle auf einmal kommen, ist das halt noch machbar. Das noch. Und dann haben wir schon mal die ganzen Fallen weg. Ach fuck, ich will die auch noch machen. Ja, das kann echt in die Hose gehen. Aber ich glaube an mich. Nee, stopp mal. Ich muss erstmal ja, alles nehmen hier. Ciao. Wo ist er denn hingerannt? Aber wir können ja alles aufheben. Ist aber doof. Wir sind zu voll. Ciao. Ey, ich will mein Stuff haben, wa? Ich close erstmal hier ein bisschen was. Ich will mein ganzes Stuff haben. Das ist echt. Echt Mistikaki gerade. Freut mich nicht so. Vielleicht die Fressen erstmal wegpacken. Das wäre. Ich glaube, das braucht man nämlich als letztes erst. Und dann vielleicht nochmal hier die. Nee. Knochen und so. Ah, ich habe den Darm nicht weggekriegt, ne? Ey, das werden doch jetzt nicht 10.000 sein, ne? Ich werde das doch da hinten abgebaut kriegen oder was? Warum kommen die denn diesmal von der Seite? Weil ich da stand oder was? Ja, da kommen voll viele von der Seite. Boah, ich wollte mich gar nicht aufhalten jetzt hier mit euch. Boah. Boah, ey, wa? Schießt nicht durch mich durch, ne? Ihr macht jetzt schon alles, ne? Alles sauber hier. Locker vom Hocker, bitte. Macht nicht so viel kaputt, ihr braucht meine Ressourcen. Schade, dass man das nicht noch nachträglich drehen kann. Ne? So mit einem Upgrade und dann so auf so ein Rad. Ich erinnere mich da immer gerne an Tomb Raider, ne? Da war hier so eine Kugel dran und dann konntest du das hier so drehen. Aber ich glaube, hier kannst du nicht so drehen. Außer zugucken. Bam. Jetzt ist da hinten hingeflogen. Schlipper 1, geht doch mal den Down. Oh, da kommen wir mehr. Der Dope ist ja auch, ne, durch die Flammenwerfer, klar, ist das eine coole Abwehranlage, aber ich bin ja da ziemlich in Gefahr, wenn die da so sind. Da kommen einfach voll viele. Das missfällt mir. Ja, wisst ihr, wenn man so einen Plan im Kopf hat, ne, dann möchte man ja auch schnell so fertig werden. Aber ich kann das ja gar nicht. Ich kann das ja gar nicht so machen. Wie viel Munition habe ich denn eigentlich? Ach, 23 nur bei. Boah, Dynamit, ey. Das ist auch so eine fetzige Sache, ne? Ich packe mal einfach das rein, weil ich auch hier nur habe, aber auf jeden Fall viel zu wenig. Abgegradet haben wir ja. Voll viel. Ist die Batterie. So viel Stoff, ey. Was soll ich denn mit dem ganzen Stoff eigentlich im Leben, ey? Da kann ich ja ein ganzes Zelt basteln draus. Ja, denn hier noch so ein Restpflaster?
fand das einfach mega heftig. Ja, jetzt stehen wir mal wie so ein alter Opa am Fenster. Kennt er die? Also die aus. Bestimmt, kennt jeder. Die sind immer dann so am Fenster sind, am besten mit so einem Krückstock. Weißt du, so eine Decke auf dem Fenster, damit sie sich hier die Ellbogen. Und dann sitzen sie immer da und dann, wenn so Kinder vorbeikommen, so: Auf mein Grundstück wird nicht gespielt. Und dann wedeln sie mit dem Stock. Kenne ich allzu gut, ey. Ach ja, ich mag Menschen, wenn sie nicht da sind. Ganz schön leer die Kiste, ne? Wenn wir da nichts mehr haben. So, soll ich jetzt hier noch mitschießen oder kriegt das alles hin? Wäre ja auch mal geil, wenn alle kommen würden. Dieses einzelne Geballer ist schon ein bisschen. Ach, die rennt schon wieder da hinten lang. Das ist natürlich. Hallöchen. Das ist natürlich eine doofe Sache. Ich habe richtig Bock, mein Dynamit mal zu nehmen, ne? Ey, los komm, wir machen das einfach mal. Wir sprengen jetzt hier die Anlage, ey. Wenn es schon kein Silvester gibt dieses Jahr, ne? Also nicht so Art, dann machen wir uns selber Silvester ein. Hier. Zack. Zack. Könnt gerne probieren, da reinzukommen. Schafft er eh nicht. Hoffe ich. Ich weiß nicht, wo ihr alle seid, aber. Also dahinter sind auf jeden Fall ein paar. Da hat unsere Anlage noch Schwachpunkte. Auf jeden Fall. Komm, wir machen mal hier so ein. Wir fangen mal sanft an mit so einem Molotow, ne? So, der brennt schon mal. Ja, der brennt schon mehr. Ja, das war nicht so gut. Oh, da kommen jetzt aber. Ja, die springen überall. Da hinten ist einer am Hüpfen, wie so ein Weltmeister. Ach, die machen schon wieder Flammentanz, ey. Die greifen einfach willenlos meine Fackeln an. Naja, aber da, selbst da kriege ich ja meine Materialien. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Einfach nur mal in die Wunde. Komm, ich gehe hier mal nach unten. Sag dir mal so Tachchen. Vielleicht wissen sie denn, wo sie hin müssen. Oh, jetzt kommt er aber alle schnell angerannt, ne? Ich hoffe bloß nicht von der Seite, nicht, dass hier einer jetzt drin springt oder so, wie so ein Weltmeister. Aua. Das tut mir nicht leid. So, dann nehmen wir mal die richtigen Partykracher. Oh, das war ja nicht doll. Aua. Wer hat mich denn erwischt hier? Schießen gar nicht mehr. Es gibt Wunder, dass so viele auf einmal kommen. Er muss auch hier Party machen. Burps. So eine ganz andere Lage denn. Oh nee, du schießt schon wieder hier so ganz komisch. Boah. Super weg. Sie hat nur die Hälfte verloren. Ich hätte ja auch für die Spezialsendung einfach mal richtig viel Dynamit machen können. Und dann immer hier so. Puh. Ihr habt da was. Wenn wir Stöckchen gespielt. Wäre auch gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, hinterher hat man immer die besten Ideen. Ne? Hinterher ist man eh immer schlauer. Ich weiß gar nicht, ballert doch mal da hinten hin. Da sind richtig viele irgendwie. Statt immer links und rechts. Das ist voll uncool.
schwer, was? Digga, los komm, hier, du willst doch eine kleine Party haben. Also ich bin ein bisschen enttäuscht vom das war wenigstens mal gut, ey. Vom Dynamit. Also da hätte ich mir echt mehr gewünscht. Oh, jetzt kommen aber hier echt noch viele. Ah, nicht von vorne. Ja, wenigstens eine Feuer haben sie richtig gut hingekriegt. Das sieht wenigstens nach richtig Party aus. Ich weiß ja gar nicht, wie weit der Radius ist vom Dynamit. Man erkennt es eben sehr, sehr wenig. Da hinten tanzen die immer noch ihr Tanz der Barmherzigkeit. So, bitte mich nicht abschießen, ich will nur reloaden. Seid gut zu mir. Ich glaube, hier hat man noch. Ja. So, das sind die letzten. Mehr kriegt er nicht mehr. Ja, der kann ja noch ein bisschen haben, da haben wir noch genug, aber von den Ballistendinger will ich kein Geld ausgeben. Oh, der war richtig schlecht gewogen. Wenigstens einen haben wir noch erwischt. Oh. Irgendwas haben sie kaputt gekriegt, Alter. Hau bloß ab. Was machen die denn mit mir? Boah, jetzt geht's erst wieder richtig los. Boah, jetzt sind so viele. Also nach 16 verspricht ja wenigstens ein bisschen was an Spaß. Darf man ja nicht so unterschätzen, wa? Das stört mir am meisten, dass die dahinter spielen. Wenn da alle vorne spielen. Hör auf, da hochzuspringen. Muss ich euch auch noch erziehen, ey. Bei den Katzen habe ich so hingekriegt, also. Alter. Solange die nicht durchs Fenster reinkommt, ne? Ah, ist das schön. So stellt man sich eigentlich Silvester vor. Guck mal, die laufen ganz entspannt, ey. Wenn die mal ein bisschen Herz und Flamme machen. Ich muss mal sagen, die vertragen ganz schön viel. Nicht wenig auf jeden Fall. Das Gute ist zumindest, dass die schon ein bisschen was abbauen, dann muss ich es nicht machen. Wir sparen bei uns die Zeit. Ja, macht mal alle durch kaputt. Das ist ein bisschen uncooler. Solange die nicht nach oben kommen, wenn die jetzt noch nach oben kommen, war, dann würde ich ja ein bisschen Angst haben. Beute. Und wer hat's geschrieben? Ich glaube Lars. Maximal 2000 können kommen. Oder die Waldfee, da kriege ich schon ein bisschen Angst, ne? Also wenn mal 2000 kommen, das sind ja doch hier, das geht ja noch, ne? Wie kommen jetzt? Vielleicht 250 oder sowas? Wenn überhaupt. Aber 200? Da muss ich denn ja schon mal, 2000, da muss ich halt dann schon mal sagen, das könnte ein bisschen hart werden, ne? So, wollen wir langsam runter? Wollen wir noch ein bisschen Spaß haben? Sind da jetzt nicht mehr ganz so viele, aber der Krabbler stört mich da eigentlich noch ziemlich. Und natürlich ist ja auch die Gefahr, wenn wir runtergehen, dass hier unser Teil uns selber abschießt, ne? Damit müsste man ja leider immer rechnen. Und eigentlich sehe ich ja nur Fred, der so ein bisschen hart ist.
Lauf da! Wir haben geschlossen. Kannst ruhig weggehen. Bist du jetzt weg? Bist du ja jetzt weg? Weiß es nicht, ne? Wenn, dann möchte ich ja irgendwo sein. Ach, wir gehen jetzt runter. Ich hab keinen Bock. Keinen Bock. Wir können ja immer wieder rein. Naja. Moin, Kinders. Guck mal, ja. Ja, du solltest eigentlich der Erste sein. Naja, damit halt gerechnet, ey. Total. Oh! Oh! Oh, Kinders. Warum kommen denn jetzt so viele eigentlich? Kann der Timer auf mich schießen irgendwie? Also komm, wir machen mal hier Hasentechnik. Oh, nee, das war keine Hasentechnik. Ja, das sieht doch ein bisschen nach was aus. Kommt hier, kommt mit, kommt mit, kommt mit. Oh, ich komme hier durch. Oh, ich komme hier durch. Oh. Na, wo bleiben sie denn? Ne, dicke Bertha kommt noch. Dicke Bertha hat Angst. Das nenne ich Respekt, ey. Das nenne ich Respekt. Das ist natürlich klar. Mann, bleib jetzt hier. Du hau ab. Ihr wollt du nicht, ne? Ey, das waren doch 10.000 gerade hinter mir, ja. Und wo sind die jetzt alle? Ach, jetzt kommst du schon wieder. Jetzt will ich den noch mit einem Hammer hauen, ey. Ah, nur noch die da? Oh, ihr seid so langweilig, Jungs, ey. Was los? Mann, der verträgt aber viel, ne? Haben wir eine Ruhe jetzt? Puh, endlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass wenn die da durchrennen, so schnell Platz sind eigentlich. Aber da kann man mal sehen, ne? Wie das alles hier so wirkt. Okay, ich sammle hier den ganzen Schrott ein. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich es alles eingesammelt habe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis dann. Tschüss.